Am 28. Januar fand in der Friedenskapelle am Willy-Brandt-Weg der Neujahresempfang der SPD statt. Als besonderer Redner wurde der JUSO-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert eingeladen. Primär geht es für die SPD in diesem Jahr um die im Mai anstehenden Europawahlen. Erstmal hoffe ich, dass es ein klares demokratisches Bekenntnis wird. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Wir wissen, dass rechtspopulistische Parteien total im Aufwind sind im Moment. Aber sie dürfen halt keine Mehrheit kriegen und am besten kriegen sie einen Schuss vor den Bug. Man sollte die Parteien wählen, die eine klare Absage an rechts geben und sagen, dass wir die großen Themen der Zukunft überhaupt nur noch gemeinsam bewältigen können. Ich glaube, es ist eine wirklich wichtige Wahl für Europa, weil es ja immer mehr Parteien gibt, die dieses geeinte Europa in Frage stellen. Und wir werden einen Europawahlkampf machen, in dem wir ganz klar machen, man kann die Probleme, die Herausforderungen, die wir auf diesem Kontinent haben, nur gemeinsam angehen. Und deswegen kämpfen wir dafür, dass die Menschen zur Europawahl gehen und natürlich auch, dass sie uns wählen und damit Europa ein sozialeres, ein solidarischeres Gewand geben. Laut Kühnert müssen innerhalb des Wahlkampfs noch einige Themenpunkte behandelt werden, damit die Europawahlen wie erhofft verlaufen. Es wird nicht reichen, nur einen Wahlkampf zu machen, bei dem wir die Europafahne schwenken und sagen, 70 Jahre Frieden, alles ist toll. Denn das alleine überzeugt eine Mehrheit von Menschen noch nicht. Sondern wir müssen uns vor Augen führen, dass viele Menschen sagen, ja, Europa ist eigentlich eine gute Idee, aber ich merke im Alltag noch nicht genug davon. Das sind übrigens viele von denen, die beim Brexit nicht zur Abstimmung gegangen sind. Und denen müssen wir eine Begründung liefern, dass ihre Arbeitsbedingungen durch Europa besser werden, dass Europa demokratischer wird, dass Europa was gegen Klimawandel tut. Wenn Europa nur dafür da ist, Bankverkehr leichter zu machen oder Unternehmensausweitung erleichtern zu können, dann reicht das irgendwann nicht mehr. Für Kühnert als JUSO-Vorsitzenden geht es unter anderem auch darum, die Situation von Auszubildenden durch eine Art Mindestlohn zu stärken. In seiner Rede legt Kevin Kühnert bezüglich der Flüchtlingspolitik einen klaren Standpunkt dar. Das größte Problem dabei haben nicht wir, wenn wir das nicht locker verkraften, sondern das größte Problem haben diejenigen, die zu Millionen und Abermillionen seit Jahren ihre Heimat gegen ihren Willen verlassen müssen und die auch in diesem Monat wieder zu Hunderten im Mittelmeer ertrinken. Ich und wir sind nicht bereit, uns mit diesem Zustand in irgendeiner Weise zufrieden zu geben. In einer anschließenden Talkrunde kam es zwischen Kevin Kühnert, Sarah Weiser, der SPD-Europakandidatin des Münsterlandes, und Robert von Olbeck, dem Vorsitzenden der SPD Münster, zu einem Austausch über die Ziele der Europäischen Union. Politik soll sich doch darum kümmern, das Leben der Menschen besser zu machen. Und in der Europäischen Union geht es darum, auch das Leben von allen Menschen besser zu machen. Und das ist, glaube ich, die Vision, die wir für Europa brauchen. Für alle Zuhörer gab es anschließend die Möglichkeit, mit anderen Interessierten und den Politikern in Kontakt zu treten und sich nicht nur über die Vision Europas, sondern auch über eigene Vorstellungen auszutauschen.